Alles ist so leer. Straßen, Häuser, ganze Städte und nicht zuletzt meine Seele. Alles zerfällt zu Staub und Asche. Nur ich bin noch hier. Allein, gefangen im Leben, gefangen im Diesseits. Einst lebte ich zusammen mit Frau und Kind, glücklich angepasst in einer schon lang untergegangenen Gesellschaft. Sie sind fort. Alle fort. Nur noch eine verschwommene Erinnerung meines zum Bersten gefüllten Verstandes. Ich weiß nicht mehr genau, wie oder warum ich in meine derzeitige Situation kam. Es ist alles so verschwommen, irreal, gerade so, als wäre es in den Tiefen meiner Erinnerung untergegangen. Ich sah, wie Imperien den Epochen entstiegen und jene wieder zerfielen. Ich sah zu, wie große Männer aufstiegen und jenem Anschluss wieder von Zeit und Raum verschlungen wurden. Ich sah zu, wie jene Welt ihren Zenit erreichte und im Anschluss ihr Ende fand. Heute bin ich 600 Jahre alt. Es existiert niemand mehr auf diesem elenden Planeten. Alle sind fort. Alle haben ihren Platz im Staub der Zeit gefunden. Nur ich bin noch hier, unfähig, mein Ende zu finden. Jeder Tag ist ein Versuch, mich in ewiger Ruhe zu betten. Ich habe mich erschossen, erhängt, ertränkt, geköpft, erschlagen und noch viele weitere Dinge, aber nichts hat mir meinen Frieden gebracht. Ich lebe, allein und gefangen in dieser elenden Welt. Heute war der Tag des Impact. Ein Meteor kollidierte mit der Erde. Es war ein wundervolles Schauspiel. Der Erdboden brach unter mir auf. Ströme von flüssigem Gestein durchzogen die Erdkruste. Und der Himmel färbte sich rot. Während tausende Teile des Meteors über jenen streiften. Einige Augenblicke später riss es den Planet in tausende Fragmente. Ich weiß noch, wie ich lächelnd auf einer Anhöhe stand und mich freudig auf mein Ende vorbereitete. Die Feuerwalze überrollte den Planeten und riss mich mit sich. Alles wurde von Dunkelheit ummantelt und endlose Stille trat ein. Das war der Tod, so dachte ich. Zumindest, bis ich meine Augen wieder öffnete. Ich fand mich im All wieder, ringend nach Luft. Ich kann nicht sterben. Niemals. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden und stelle mir derzeit die Frage, ob es eventuell meine Hölle sein könnte. Ewig, gebunden an ein Leben, welches keinen Sinn mehr in sich trägt. Treibend im Nichts, philosophierend über meine immerwährende Existenz. Vielleicht werde ich eines Tages Gott treffen und vielleicht wird er mir jene Frage beantworten können, welche mich so quält. Wieso ich? Hi Leute, wenn euch meine Creepypasta gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar unter meinen Videos. Ihr möchtet immer up to date bleiben und keine Folge verpassen? Dann abonniert mich doch oder folgt mir auf Facebook, wo ihr immer den aktuellen Stand meiner Pastas erfahrt. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei den Vertonern und selbstverständlich bei euch Fans für eure tolle Unterstützung bedanken. Danke und noch ganz viel Spaß auf YouTube. Euer Tyrian.